Sie sind hier, 27. Juli 2018, 18.47 Uhr, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern, verkleinern. Dominic Thiem ist die Nummer 8 der Weltrangliste. Urheberrecht Getty Images. Für Dominic Thiem ist im Viertelfinale der German Open Endstation. Der Weltranglisten-Achte unterliegt einem Chilenen. Der Titelverteidiger steht dagegen im Halbfinale. Der topgesetzte Österreicher Dominic Thiem ist bei den mit 1,6 Millionen Euro dotierten German Open der Tennisprofis am Hamburger Roten Baum im Viertelfinale überraschend ausgeschieden. Der French Open-Finalist unterlag dem Chilenen Nicolas Jarry, Nummer 60 der Weltrangliste, mit 6 zu 7, 5 zu 7, 6 zu 7, 7 zu 9. Dagegen erreichte Titelverteidiger Leonardo Mayer aus Argentinien die Vorschlussrunde. Der Vorjahressieger schlug seinen an 2 gesetzten Landsmann Diego Schwarzmann 6 zu 3, 4 zu 6, 6 zu 3. Nächster Gegner des Südamerikaners ist am Samstag der slowakische Qualifikant Josef Kovalik, DATENCENTER. Ergebnisse aus Hamburg. Alle deutschen Spieler waren bei dem Traditionsturnier spätestens im Achtelfinale gescheitert.